Bruno Alexander und Carsten Kelber, Produzent und Geschäftsführer von Pyjama Pictures. Und hier haben wir den Schauspieler von Die Discounter-Rolle Titus. Hallo. Wir können mal kurz zusammenfassen, Die Discounter, das ist ein Discounter, ich würde mal sagen, wo es ein bisschen chaotisch zugeht, ne? Also der nicht ganz so gut läuft und der vielleicht nicht die motiviertesten Mitarbeiter hat. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Also nicht die motiviertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht den allerbesten Chef, aber er gibt sein Bestes. Ja. Es läuft vieles schief, aber genau, also sehr chaotischer Markt. Ja. Ihr seid morgen nominiert als beliebteste Serie. Wie war das, als ihr davon erfahren habt, dass ihr vielleicht morgen den Blauen Panther bekommt? Also eine große Freude natürlich. Ja. Erstmal eine große Ehre, dass wir überhaupt nominiert sind. Als es mit Discounter losging und so, da hatten wir nicht damit gerechnet, wie viele Leute das tatsächlich mögen werden, wie viele Leute das sehen werden. Und dass wir jetzt nominiert sind für den Blauen Panther, ist natürlich großartig. Wir mussten uns erst schwer zusammenreißen, dass wir es noch nicht zu früh rausgeben. Man erfährt es ja 2 Wochen vorher und muss dann erstmal stillhalten. Und dann haben wir es aber, als wir es durften, natürlich, weil es ist ja ein Voting, es ist ja ein Zuschauerpreis, haben wir natürlich versucht, alles zu aktivieren, dass wir Votings kriegen. Das wollte ich gerade sagen. Saßt ihr selbst die ganze Nacht da und habt euch durchgeklickt mit 10 PCs, ja, und Handys? Ja. Ja, also wurden alle aktiviert. Ja. Sehr gut. Die Discounter ist ja eine Mockumentary, ein Mockumentary-Format, also letzten Endes eine fiktionale Doku. Es war ja anfangs gar nicht so geplant, oder? Die Discounter so anzulegen. Ja, genau. Also es war erst geplant als einfach eine normal aufgelöste Serie quasi. Und irgendwann haben wir dann im Laufe des Drehbuchprozesses gemerkt, dass da was fehlt, dass da irgendeine Ebene fehlt, weil wir eben in diesem Supermarkt sind, in diesem Kosmos. Es ist ja quasi ein Kammerspiel. Und wir hatten das Gefühl, es wird irgendwann einfach boring und dass man den Leuten nicht die ganze Zeit zugucken möchte in diesem Discounter, ohne noch eine weitere Ebene zu haben. Und deswegen haben wir uns für die Mockumentary entschieden. Weil man da nochmal anders erzählen kann. Man kann schneller erzählen durch die Interviews, hat das einfach ein anderes Tempo und es wirkt nochmal realer und deswegen hat man ganz andere Erzählmöglichkeiten. Mhm. Deswegen hatten wir das Gefühl, dass man diese Ebene aufmachen muss. Ja. Carsten, wie entwickelt man so ein gutes Mockumentary-Format? Was ist dabei wichtig? Also in dem Fall gab es eine Vorlage, eine holländische Serie. Und die haben wir uns erstmal gesichert durch eine Option und was für uns eine Bedingung war zum Thema Entwicklung, dass wir komplett frei sind in der Adaption. Also so Lizenzgeber achten darauf, dass man natürlich keinen Mist anstellt mit dem geliebten Format sozusagen. Und wir haben dann aber klar gemacht, was wir ändern würden und haben zur Bedingung gemacht, dass wir komplett frei sind in der Entwicklung der Figuren. Also wir haben eigentlich nur den Titus, der von außen kommt, den neuen und den durchgeknallten Supermarktchef und das Setting und diese Produktionsweise. Aber die Figuren haben wir uns komplett neu ausgedacht. Ja, noch die ehrgeizige stellvertretende Chefin, die ist noch so in Anlehnung. Aber wir haben uns schon sehr weit entfernt, also weil wir ehrlich gesagt vom Casting gekommen sind und dann auch die Figuren entwickelt haben. Wir haben es eher so rumgemacht oder zumindest sagen wir mal gleichberechtigt. Das ging Hand in Hand. Okay. Und dann haben die Jungs sich zurückgezogen und haben geschrieben. Und dann kamen diese Bücher dabei raus. Ja. Erst ohne Mockumentary. Mhm. Und die Interviews kamen erst später drauf. Ja. Aber dieses Geschrieben, wenn wir da nochmal einhaken, es ist ja auch wahnsinnig viel improvisiert, ne? Also es ist ja eben nicht dieses klassische Drehbuch und diese Stellprobe, die man normalerweise bei solchen Dreharbeiten hat, dass man erstmal eine Kamerastellprobe, Tonprobe und so weiter. Ihr habt ja einfach letzten Endes, sage ich jetzt mal, drauf losgefilmt, oder? Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall drauf losgedreht. Wir drehen auf jeden Fall lieber, als dass wir quatschen. Am Set drehen wir also unglaublich viel. Das Postproduktionshaus ist durchgedreht bei der ersten Staffel. Uns war das aber total wichtig. Eben, wir sind auch große Fans von Jerks und deswegen war es direkt klar von Anfang an, dass Discounter auch eine Impro-Serie wird. Und das war uns sehr wichtig, halt eben auch im Supermarkt, dass die Leute eben so reden, wie sie reden und dass man denen keine Sätze in den Mund legt und sagt, okay, so redest du jetzt, sondern dass eine Nura eben die Möglichkeit hat, ihrer Rolle ganz viel von sich selbst auch zu geben. Und die Leute sagen halt eben Sachen, die sie so sagen und einfach frei heraus. Und diese Freiheit wollten wir den Leuten lassen. Und die Bücher sind nicht wie normale Drehbücher, dass man da einfach, dass man der Dialoge stehen hat, sondern die lassen sich eigentlich eher wie so ein Roman lesen. Und die Szenen sind skizziert und die funktionieren auch so als solche, wie sie da stehen. Aber trotzdem sagen wir vor jeder Szene, vergesst eigentlich alles. Es sind ein paar Punkte natürlich wichtig, um die Folge voranzubringen, aber den Rest seid einfach frei. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch auf das zurückgreifen, was in dem Buch steht. Aber wir legen viel Wert darauf, dass man einfach erstmal loslegt und dreht. Mhm.
Jetzt werden vielleicht manche, die uns hier zuschauen, sagen, boah, also so spontan zu sein und dann auch wirklich immer in der Rolle zu bleiben und dass mir immer was Lustiges einfällt oder was zu meiner Rolle passt, das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll, oder? Genau, also den Druck hat man nicht, dass man sagt, man muss was Lustiges machen, weil dann ist es meistens nicht lustig, wenn man das Ziel hat, was Lustiges zu performen, sondern die Situation, in die wir die Charaktere stecken, ist meistens lustig. Oder sagen wir zum Beispiel, Thorsten hat eine Annahme von irgendwas und Jonas hat eine andere Annahme, dann ist das schon lustig, wenn die aufeinandertreffen mit diesen beiden Annahmen von etwas. Und deswegen ist es eigentlich relativ pressurebefreit, würde ich jetzt mal sagen, so wie wir die Leute in die Szenen schicken. Genau. Und was war die Frage? Naja, ob es anspruchsvoller für dich auch als Schauspieler ist. Also ist es leichter für dich, wenn du weißt, okay, ich habe hier mein fixes Drehbuch, ich habe den Text gelernt, ja, ich gehe da rein, ich spiele, ich konzentriere mich aufs Spiel. Also oft ist es tatsächlich schwieriger, wenn man Dialoge hat und man muss diese Dialoge jetzt genauso rüberbringen, wie sie gedacht sind. Weil vielleicht manchmal funktioniert das gar nicht. Aber bei Impro kann man die Sachen so spielen, wie sie auch wirklich funktionieren würden, weil es einfach, ja, man lässt sich komplett in die Situation fallen und dann ist es eben authentisch. Oft ist es natürlich so, wenn eine Sache passiert, die man nicht vorhergesehen hat, dann muss man natürlich oft lachen, wenn irgendwas Ungeplantes passiert oder so. Das sind dann meistens die lustigsten Sachen natürlich, wenn man in der Situation lachen muss, dann müssen wir immer drum rumschneiden. Aber genau. Wollte ich gerade fragen, wie oft musst du die abbrechen, weil ihr einfach totale Lachflashes bekommen habt? Oder wir brechen nie ab. Nee? Wir brechen nicht ab. Wenn jemand lacht, dann lassen wir weiterlaufen, dann muss neu angesetzt werden. Aber nee, abbrechen tun wir nicht. Wir lassen immer weiterlaufen. Da muss man muss es schaffen. Man muss es irgendwie schaffen. Ja. Weil die Situation, bei der gelacht wurde, die muss auf jeden Fall wieder hergestellt werden, auch wenn es sehr schwer ist. Also meistens wird dann halt die allererste Situation genommen. Wenn Thorsten was Witziges gesagt hat, alle anderen haben gelacht, dann brauchen wir nur noch die Reaktion von denen, die gelacht haben, weil das von Thorsten haben wir dann. Mhm. Das muss dann auf jeden Fall wieder hergestellt werden, damit man den Moment hat. Aber wir brechen nicht ab. Ja. Carsten, wie ist das für dich als Produzent? Hat man da auch manchmal so ein bisschen Bammel, in welche Richtung es geht? Oder bist du da tiefenentspannt? Du schaust es an und denkst, oh ja, die Jungs, die machen das schon. Nee, der Christian und ich haben eigentlich total viel Vertrauen. Weil das ist sozusagen, das gehört dazu, dass man nicht so stark eingreifen kann, wie man es bei klassisch produzierten Dingen tut und sozusagen mehr loslassen muss. Das ist aber auch der Reiz an der Sache, weil dann kommen diese Perlen, die du beschreibst. Also das Buch gibt ja nur den Rahmen vor. Und wie man da hinkommt oder wie man sich als Schauspielerin oder Schauspieler hinarbeitet, das ist dann die Kunst. Und da kommen dann diese Perlen zustande, über die man sich dann im Schneiderraum freut. Deswegen... Die indirekte Rede im Buch ist eigentlich nur, dass man sich das vorstellen kann, wenn man es liest. Der Ehrgeiz von allen am Set ist immer, was noch Besseres zu finden. Aber wie du sagst, wenn man versucht, lustig zu sein, das haut nie hin. Eigentlich ist es ja auch, deswegen liebe ich Discounter so und auch unser Jerks, weil man da einen sehr trockenen Umgang mit Humor hat und eigentlich versucht, den Gag vor sich herzutreiben, statt immer gleich abzuräumen mit einer Pointe. Das ist nämlich auch ein Fehler, der oft gemacht wird. Und ich habe ja, also ich würde so weit gehen, dass Impro wirklich wie eine eigene Kunstform ist. Ich muss das, also muss man vorsichtig mit sein, weil es könnte so verstanden werden, als würde man dieses klassische Schauspiel irgendwie nicht so hoch anerkennen. Das tun wir ja sowieso. Du machst es und ich liebe das auch. Aber das ist wirklich was anderes. Kann man gar nicht vergleichen. Die dollsten Leute, die fantastischen Schauspielerinnen können unter Umständen bei der Impro total versagen und umgekehrt. Ja. Das ist wirklich eine eigene Kunst. Disziplin. Ja. Ja. Ihr habt ja jetzt auch bei Die Discounter Fahri Yardim, den Improvisationskünstler, mit dabei. Wie war das, mit ihm zusammenzuarbeiten für dich, Bruno? Es war in erster Linie halt mega witzig natürlich. Also er kam ans Set und oft haben wir halt Takes, die laufen einfach eine halbe Stunde durch und das war so ein Ding bei ihm auf jeden Fall. Da hatten wir 30, 40-minütige Takes, ich glaube, einer war sogar 50 Minuten mit ihm. Und da geht er in den Supermarkt und geht einmal die komplette Runde, bis Jonas ihn da aufhängt und so. Und mit Thorsten haben wir alles durchgedreht. Ja. Und das kann man mit Fahri machen. Natürlich kommt, also er macht dann einfach, er spielt dann einfach drauf los. Das im Schnittraum ist es dann halt ziemlich anstrengend, weil man so viele geile Momente hat, man muss sich halt die besten raussuchen. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Geschenk, weil da halt sehr, sehr viele geile Momente bei rumkommen, wenn man einfach mal laufen lässt. Es war mega, hat mega viel Spaß gemacht. Aber das ist doch das Schönste, oder? Also wenn man so viele gute Momente hat, dass man sich eigentlich entscheiden muss. Ja, dann ist es halt die Qual der Wahl, ne? Dann ist es halt Kill Your Darlings, weil nicht alles kann überleben. Absolut. Aber man muss sich halt entscheiden. Jetzt warst du ja nicht nur als Schauspieler unterwegs in der Rolle Titus, sondern hast eben auch das Drehbuch mitgeschrieben und hast auch Regie gemacht. Was macht dir mehr Spaß oder ist es gerade die Kombi, dass du auch sagen kannst, hey, ich bin nicht, ich sage jetzt mal, nur Schauspieler und folge den Anweisungen, sondern kann richtig mitwirken? Also es hat natürlich seinen eigenen Reiz auch, ich sag mal, nur als Schauspieler dabei zu sein, weil man eben nicht diese ganze große Verantwortung hat, aber es ist bei Discounter fast einfach
mega geil, dass man halt einfach mitentscheiden konnte und dass man eben auch das selbst in der Hand hatte. Bei vielen Drehbüchern, die ich bekommen habe als Schauspieler, dachte ich so, ah, komm mal, so reden Jugendliche irgendwie nicht oder so verhält man sich nicht. Und hier das einfach selber entscheiden zu können und mal selber ein Bild der Jugend, wie wir sie kennen, irgendwie darzustellen, also aus unserer Sicht, aus der jugendlichen Sicht oder aus der jungen Sicht quasi, war mega geil, dass man da halt selbst die Fehler führen konnte. So. Ja. Und ja, aber wir hatten auch Schiss am Anfang, muss man sagen, also zum Vertrauen, was Carsten und Christian uns gegeben haben. Wir dachten am Anfang so, hey, wieso, lassen wir uns das einfach so machen? Was, wenn wir es verkacken oder so? Und da hatten wir auf jeden Fall auch ein bisschen Schiss am Anfang, ja. Ja. Aber es ist alles gut gegangen so und ja. Woher kam das große Vertrauen? Das kam durch eine Serie, die kleinen Brüder gemacht haben vor wie vielen Jahren? 5 Jahren? 2016. Ja, die hieß Intimate, also mit sozusagen mit Bordmitteln, also eigentlich im nicht professionellen Bereich. Ihr habt es immer nicht professionell genannt, aber der Witz an der Sache war, dass es total professionell aussah. Und die hat uns so überzeugt. Eigentlich kam die Anfrage von euch an Christian, ob er Cameo sein möchte bei euch. Und dann hat Christian gesagt, das schaffe ich jetzt zeitlich nicht, aber guckt ihr das ja. mal an. Ja. Immer alles weg. Ne? Ja, genau. Ihr habt ihn richtig so gestalkt. Ja. Und irgendwann, und mein Sohn kannte Intimate auch. Und hat gesagt, guckt das. Also es hat sich sozusagen so ein bisschen gedoppelt irgendwie. Und dann haben wir relativ einfach bei Amazon nicht durchsetzen. Wir mussten es nicht durchsetzen. Wir haben vorgeschlagen, ob das nicht die kleinen Brüder machen. Und die haben sofort ja gesagt. Mhm. Es war kein großer Kampf. Cool. Kaspar Pflüger, der war gerade auch schon da und hat schon ganz stolz gesagt, ja, es gibt ja jetzt auch bald dann die nächste Staffel. 11. November ist es soweit, ja? Ja, genau. Was erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen? Könnt ihr schon ein bisschen spoilern? Also, ja, man kann so viel spoilern. Also, es gibt wieder tolle Cameos auf jeden Fall. Ja. Erstmal, was an der Staffel toll ist, ist, dass jetzt die Figuren teilweise nochmal geöffnet werden. Auch sozusagen, sie machen emotional auf, es ist noch witziger, noch härter, aber sie zeigen auch eine andere Seite von sich. Nicht nur das Harte, sondern also so, das finde ich gut. Und was Schönes ist, dass wir von Anfang an wussten, dass wir eine Mockumentary sind. Das heißt, die Interviews wurden schon von vornherein mitgeschrieben. Dadurch ist es noch organischer und auch hat noch einen höheren Pace in der Erzählung. So. Und es gibt verschiedene, oh Gott, wir haben alle so viele, also es gibt eine Feminismus-Folge, die grandios ist, das ist eine unserer Lieblingsfolgen. Dann gibt es eine Start-up-Folge. Musst du schon gleich lachen hier. Feminismus für Laien. Und die Start-up-Folge liebe ich auch. Und das Finale sind die Kolinsky-Sommerspiele, wo die verschiedenen Filialen gegeneinander spielen mit irgendwelchen schwachsinnigen Disziplinen. Also das, man weiß gar nicht, wo man anfangen. Ja, aber man muss auf jeden Fall auch sagen, wir sind der ersten Staffel treu geblieben. Also wir sind Kolinsky alt und treu geblieben. Es passiert immer noch die gleiche Scheiße in diesem Supermarkt und Thorsten muss irgendwie handeln, was da passiert. Es passieren echt tolle Sachen, wo wir uns auch gefragt haben, kann man das erzählen? So wird das am Ende auch erlaubt, aber es ist alles drauf und ja, es wird auf wehtun. Ja. Und auch diese Startup-Folge ist auch mit meiner Lieblingsfolge, wo, das kann man vielleicht sagen, ist Titus für den 50er und Peter wollen reich werden und bauen sich halt Luftschlösser auf und haben eine Million-Dollar-Idee aus ihren Augen. Ja. Die natürlich auch funktioniert, oder? Natürlich, ja. Ja, klar. Du hast gesagt, ja, es passiert geile Scheiße. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die erste Staffel oder ihr zwei, was war so euer Highlight? Habt ihr irgendwas hinterm Set erlebt, wo ihr sagt, ey, das können wir eigentlich fast keinem erzählen? Ja, das kann man nicht erzählen, ey. Da bitte, deswegen also, sind wir heute hier. Was kann man... Staffel 1 oder 2? Ja, wie ihr wollt. Hau gern von beiden was raus. Also bei 2... Oh nee, das kann man nicht erzählen. Hast du was von der 1? Also bei der 2 war es ziemlich geil in der letzten Folge, da treffen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufeinander, weil es gibt die großen Kolinsky Sommerfestspiele und das ist ein riesiges Chaos, aber da hat der Dreh halt einfach auch mega viel Spaß gemacht, wenn man alle am Start hatte. Dann gibt es halt sehr, sehr geile Cameos, aber ich glaube, ja, da sollte man nicht spoilern, das wird krass. Also es werden interessante Leute bei Kolinsky einkaufen gehen und ja. Ja, Punkt. Punkt. Die... Ich weiß nicht. Ach komm, spoilert doch mal ein bisschen hier. Ja. Ach so, doch, Frederik Lau und Kida Ramadan. Wen? Ach so. Ja, doch, ja. Mats Hummels kommt. Mats Hummels kommt, ja. Aha. Alle spielen mit dem Fußball auf dem Parkplatz. Ja. Ach geil. Und Lia liebt ja Fußballer. Ja. Also mal gucken, was da passiert. Ja, wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel. 11. November geht's los. Und wenn ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, dann guckt doch bitte mal unbedingt rein, die Discounter. Und wir hoffen natürlich, also die Daumen sind gedrückt für morgen, dass ihr ja als beliebteste Serie morgen den TV- und Streaming-Award im Blauen Panther bekommt.
Du, eine Sache müssen wir noch abhaken, ne? Du bist ja nicht nur für Die Discounter sozusagen nominiert, sondern auch als bester Schauspieler, einmal als Titus und dann in einer ganz anderen Rolle als Boris Becker. Das sind ja zwei wahnsinnig unterschiedliche Charaktere. Wie war es für dich, die zu spielen und welcher hat dir mehr Spaß gemacht, kann man das sagen? Nee, was mir mehr Spaß gemacht hat, das kann ich fast nicht sagen. Also beides war auf eine ganz eigene Art und Weise anspruchsvoll und aber hat riesen Spaß gemacht. Bei Boris Becker war es so, da hatte ich eine körperliche Vorbereitung auch noch. Also hatte ich bei Discounter überhaupt nicht. Da habe ich ja irgendwie auch eine Version von mir selbst gespielt. Aber bei Boris Becker, da musste ich mich richtig reinfühlen und richtig Recherche machen, wie war Boris Becker drauf und so. Da gibt es ja tausend, also richtig viel Stoff natürlich. Habe ich Bücher gelesen von Günter Bosch. Ich habe mich mit Günter Bosch unterhalten, dem damaligen Trainer von ihm. Der war sehr offen, hat mir viel erzählt. Und dann habe ich viel gegessen und trainiert. Das war herausfordernd. Ja, das glaube ich. Also körperlich ja auch, oder? Ja, körperlich oder? Sehr herausfordernd. Vorher habe ich Wir kennen auf dem Bahnhof Zoo gespielt und da war ich halt recht dünn. Und dann musste ich von diesen 65 Kilo auf 85. Und das war krass. Da habe ich morgens schon meine 500 Gramm Haferflocken gegessen und dann immer weiter. Und ich musste, also das war richtig doll. Ja, also ich glaube, ich habe 70 gewogen. Im Muskeln, ja, genau. Ja, das war richtig. Ja, vor allem, also erstmal viel essen, ne? Und dann. Ja. Und das war noch zu Corona-Zeiten, also wo auch die Fitnessstudios zu das hatten. Das ist schon so. Ordentlich, 20 Kilo. Ja. Und dann musste ich auch halt eben mit eigenem Körpergewicht und so. Und das war richtig anstrengend. Und dann habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich richtig viel joggen gegangen bin. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich den nicht zunehme. Komisch, ja. Ja, aber ich brauchte halt die Ausdauer, weil ich habe dann mit dem Rauchen aufgehört, weil ich eben viel Tennis spielen musste und so. Naja, auf jeden Fall, das war eine sehr körperliche Vorbereitung, das war anstrengend, aber hat auch riesen Spaß gemacht. Und Wie war es denn mit dem Tennisspielen? Also ich meine, so auf dieses Niveau zu kommen von Boris Becker, das ist ja, das hab muss ich geschafft, ja schon, ja genau, oder? Hier Wimbledon nächstes Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall, na klar. Nee, aber hattet ihr da auch so ein Backup? Also jemand, der die Szenen hätte drehen können, wenn du die Performance nicht bringst auf dem Platz? Ja, ich habe in Hamburg trainiert im UHC und mit Christoph Radeke, mein Trainer, und da habe ich dann gespielt und dann habe ich auf einem anderen Platz so einen Typen gesehen, der mir ähnlich sah, und habe ich gesagt, ey, das kann ja nicht irgendwie Double sein oder so, und dann habe ich immer mit ihm zusammen trainiert und so, und er war dann quasi mein Double Backup, und dann waren wir beim Dreh und so, sorry für dich, Friedrich, aber er kam nicht zum Einsatz, weil ich das dann doch gut genug gemacht habe irgendwie. Ja. Und ich habe auch, aber muss man sagen, ich habe ohne Ball gespielt, also der Ball wurde mit CGI dann immer reingepackt so. Das heißt, ich musste nur die Bewegungen machen und das war ziemlich, nicht easy, aber es war einfacher als mit Ball. Ja, sehr gut. Ich habe ohne Ball gespielt, ja. Ja, ja, der Rebell von Lyman bis Wimbledon. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. So, morgen ist es soweit. Trefft ihr heute noch irgendwelche Vorbereitungen, irgendwas, irgendein Ritual, das ihr noch habt, bevor es morgen hoffentlich auf die Bühne geht? Warm-up-Dinner gibt es, sonst nichts. Ja, okay. Falls ihr gewinnt mit Die Discounter, Rede steht? Ja. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, steht auf jeden Fall. Ja. Ja? Sehr schön. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Daumen Dankeschön. Sind gedrückt für dich als bester Schauspieler, für euch, für Die Discounter. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut rein. Ich freue mich sehr, euch morgen auf dem Red Carpet zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schaut einfach rum. Ab 18.15 Uhr sind Steven und ich vor Ort unter www.blauerpanther.com. Jetzt machen wir noch mal ein kurzes Bräuchchen und wir sehen uns gleich wieder. Danke euch. Danke.